heiße Pfarrer Schremo, bin Kurde im Libanon geboren und in Berlin-West aufgewachsen. Ich habe mir vor 29 Jahren das Genick gebrochen. Also nach dem Unfall habe ich dann von morgens bis abends nichts machen können, sondern halt vom Fenster rausgucken und einfach träumen. Ich hatte aber keinen deutschen Pass noch damals. Ich war sehr, sehr unsicher mit meinem Verhalten, mit meiner Sprache, zum Beispiel Hilfsmittel zu beantragen. Ich konnte das nicht. Ich bin krank geworden. Ich kam da an in einer Klinik, wo ich zum ersten Mal aktive Rollstuhlfahrerinnen und Fahrer gesehen habe. Und ich war sowas von begeistert, habe mich gefragt, was sitzt du noch faul rum? Ich habe wieder nach 7-8 Jahren planen dürfen, können und sollen. Okay, dann mache ich den Hauptschulabschluss und dann Realschulabschluss und dann Abitur. Ich bin jetzt hier, ich bin Dozent an der Uni Bielefeld als Soziologe und Erziehungswissenschaftler, biete seit 13 Jahren Seminare im Fach Inklusion, Integration und Mehrfachzugehörigkeit. Wir brauchen für Menschen mit Migrationsgeschichte und mit Behinderung eine interkulturelle Öffnung in allen Strukturen, Verwaltung, Gesundheitssystem. Punkt. Wir brauchen nach vorne nicht so pessimistisch in die Zukunft zu gucken, aber trotzdem ist noch viel zu tun.